Jo! Wir sind's wieder! Falco und Yannick und Yannick und Falco und Falco und Falco und Yannick und Yannick. Ein wunderschönes, herzliches, einladendes, freundliches, lächelndes, sonniges, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Alter, absolut durch die Nase. Ja, mega nice. Ja, ich hab mal tief eingeatmet dabei. Ich dachte, das gibt mal einen schönen Effekt. Hast du auch wieder ausgeatmet? Morgen. Morgen wieder. Energie einteilen, du weißt, 80-20-Prinzip. Mit 20% ja. Der Luft, 80% des Tages auskommen. 20% einatmen. Moin. LOL! Direkt, Alter. Ja, wir haben ja auch in dem letzten Video, wenn ihr es gesehen habt, ein bisschen über Finanzen noch getalkt. Und da hatten wir von Anfang an natürlich gesagt, die 80, das geht alles nach der 80-20-Regel auf. Und dann meinen wir natürlich sowas, das ist die wichtigsten, diese Tipps da, zum Beispiel die drei Tipps sind mit die wichtigsten Stellschrauben, die halt am meisten bringen, wo ihr halt mit geringem Aufwand viel erreichen könnt, so schon mal viel ändern könnt, viel verbessern könnt. Ja, im Prinzip ist es ja so, dass ihr dann, das sind ja nur ein paar Tipps, aber es ist wie in allen Lebensbereichen, wie wir schon gesagt haben, mit dieser Regel, fahrt ihr richtig gut, wenn ihr dann sagt, boah, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, mich mit dem Thema so krass auseinanderzusetzen. Ja, Mann. Und dann steckt man in der Regel dann halt 20% rein, bekommt halt 80% Ergebnis. Und die letzten 20%, das heißt, wenn man dann sagt, okay, ich will jetzt hier krasser Immobilieninvestor werden oder ich will mehrere tausend Euro monatlich damit machen, dann muss man halt auch wirklich sehr viel Fachliteratur lesen, sich Vorträge anhören, Seminare besuchen und so weiter und Geld reinstecken, um dann halt dahin zu kommen. Und das ist das, was wir hier nicht lehren, sondern wir sagen halt, mach's erstmal so und wenn dich das dann sehr, sehr weit, also wenn du noch viel, viel weiter in den Bereich kommen willst. Ja, Mann, wenn es dich richtig packt, Mann, wenn es dich richtig vom Sofa wirft, Digga. Wenn du die letzten 20% noch ausreißen willst, dann ist es deine Aufgabe, dir so Leute zu suchen, die das halt auch wirklich können, also Experten und die auch Bücher dazu anlesen und so weiter. Das liegt dann in deiner Verantwortung. Aber was wir dir halt sagen können hier, das meiste im Leben kannst du dir simpel gestalten, indem du halt diese Regel anwendest. Das ist alles so. Und das geht auch meistens mit Lernaufwand im Studium, in der Schule, dass du halt 20% reinsteckst und dann wirklich schon 80% der Sachen, der Themen abdeckst, die du halt da lernen musst. Und die restlichen 20%, die du dann halt nur mit viel mehr Aufwand dir beibringen kannst, genau. Ja, das machst du eigentlich so auch immer in der Regel, wenn du so für so eine Sache, wie gesagt, halt schon übelst brennst. Wenn du einfach da übelst Bock drauf hast, dann gib da immer auf jeden Fall 100%, ne? Dann zieh da richtig, gib da richtig Energie rein, zieh da richtig durch, Mann. Und, bestes Beispiel bei mir, ich interessiere mich übelst für Handy und Technik. Und wenn ich mir ein neues Handy kaufen will, dann informiere ich mich halt irgendwie 2-3 Wochen vorher, welches Handy ich mir da kaufen soll und gucke halt, welcher Prozessor drin ist, welche Kamera, wie die Software ist. Also die ganzen Einzelheiten, die sich kein Mensch angucken würde, die meisten sagen, ja, iPhone oder Samsung. Und dann kauft man sich halt eins von denen, weil man weiß, okay, große Marke, kaufe ich mir, passt. Ja, genau. Und das ist halt so dann dieses Fachwissen oder diese letzten 20%, um dann wirklich die 100% zu bekommen. Ja. Die dann aber halt auch, genau, diese 80% des Aufwands dann nochmal bedeuten, obwohl es man auch schon, mit allein 20% Aufwand schon 80% hätte. Genau, also nur die letzten 20% erreicht man mit 80% Aufwand. Das ist dann natürlich sehr, sehr viel mehr Anstrengung als am Anfang. Ja. Aber das, also Anstrengung halt in Anführungsstrichen, wenn es halt Bock macht, ne? Ist dann ja Spaß halt auch, ne? Genau. Naja, gut. Aber es ist auf jeden Fall mehr Zeit im Westen, sagen wir es. Ja, das können wir sagen, genau. Zeit und Energie auf jeden Fall. Ja, mega nice. Also 1-1, wir sind schon wieder, ich bin schon jetzt Liga 3 runtergekommen bei Champion 3. Aber es ist sowieso die ganze Zeit so ein Auf und Ab. Das hatte ich ja schon mal erklärt, manchmal hat man halt seine Bestleistung und die anderen spielen halt auf ihrem normalen Level. Man kann nicht die ganze Zeit Bestleistung bringen. Deswegen geht es mal auf und ab. Und aber bei 2 gegen 2 bin ich immer noch Grand Champion. Also alles cool. Der Großmeister. Großmeister. Ja, Mann. Der Sensei unter den Rocket League Spielern. Ich dachte, das ist eine Frau. Heavy. Malaga, ich verstehe gar nichts mehr. Ja, darum geht's ja.
Kitchen TV oder was? Oh yo, no front! Hashtag Kitty's Kitchen. Kitty's Kitchen. Kitty TV. Da Kiki. Ja. Soweit auf jeden Fall erstmal. Nochmal, um das klargestellt zu haben, nochmal, falls da noch Rückfragen kommen, wie das jetzt gemeint war von uns, das letzte Video. Da haben wir natürlich gar keinen Bock, das zu sagen. Gar keinen Bock einfach. Das ist mir aus Versehen jetzt so passiert. Ja, ich bin für sowieso einfach direkt den PC runterzufahren und auszuschalten. Macht die Kacke aus. Aber vorher liken. Oh shit. Den hätte ich auch erwartet. Das ist aber jetzt wirklich nicht passiert. Ja. Ich hab ja gesagt, noch eine Sekunde vorher macht die Bar aus. Ja, hast recht. Mit Ansage. Hast recht, scheiße. Ganz vieles Ding, aber ich glaube, wir gewinnen das noch. Oh. Ihr seid gerade in den 20s. In den 20s. 14, 13, ja, komm. 12, 11, 10, Squeezy, Squeezy, du bist 9, es. 8, 7, Jonathan, 6, 5, ja, hochhalten, 4, hochhalten, hochhalten, hochhalten. 3, 2, 1. Ja, okay, oh, vielleicht? Ah, doch nicht ganz. Na gut. War das schön. Und es ist schon wieder vorbei. Mann, die Folgen gehen immer so schnell vorbei. Ja, es kommt mir immer so vor, als wären das unter 7 Minuten. Mir kommt es immer so vor, als wären eine Minute oder 60 Sekunden lang. Je früher, desto eher. Wie war der andere nochmal? Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ein Kommi. Ein Like. Eine Glocke aktivieren. Eine... was noch? Alles. Rein. Jetzt. Und wenn euch nichts mehr einfällt, dann sehen wir uns und hören uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Wiedersehen. Reingehauen.